das da, der Mann in der Rüstung. Okay, nochmal. Das da, der Mann in der Rüstung, das ist... Der Mann in der Rüstung, den ihr hier gerade seht, das ist der Helmut, unser eigens erstellter... Oh, okay, jetzt aber. Dieser Mann ist ja auch völlig Wampe, wie der Typ heißt. Fakt ist, er stirbt die ganze Zeit. Das liegt aber nicht daran, dass er eine Pfeife ist oder wir uns zu blöd anstellen. Nein, das liegt am Schwierigkeitsgrad von Dark Souls, das ihr hier gerade in der PlayStation 3-Fassung seht. Dark Souls ist der inoffizielle Nachfolger des bockschweren Rollenspiel-Überraschungshits Demon's Souls. Und ich sag's euch, wenn ihr eine niedrige Frustrationsschwelle habt, nicht mindestens einen Ersatzcontroller oder Nachbarn, die es eher ungeil finden, wenn ihr vor Wut pausenlos auf dem Boden rumtrampelt, dann lasst die Finger von Dark Souls, überspringt dieses Video und vergesst den tapferen Helmut für alle Zeit. In der Rolle von Helmut, dem Helden des Spiels, ja, ihr könnt euren Recken auch anders taufen, dazu kommen wir gleich, müsst ihr das drohende Ende der Welt abwenden. Dunkelheit hat sich wie ein Leichentuch über das Land Lordran gelegt, das übrigens sehr dem Land Mordor aus der Herr der Ringe-Trilogie ähnelt. Die Götter sind der menschlichen Rasse nicht mehr wohlgesonnen und der Fluch der Untoten beraubt unzähligen Lebewesen ihrer Seele. Der einzige Ausweg aus dem Schlamassel ist die ewige Flamme, die irgendwo auf Lordran vor sich hinfunzelt, also nix wie hin. So easily forgotten. Bevor es losgeht, bastelt ihr euch im Character Editor von Dark Souls einen individuellen Helden bzw. eine individuelle Heldin. Das Geschlecht dürft ihr nämlich ebenso bestimmen wie den Namen, das Aussehen, Frisur und Hautfarbe der Spielfigur. Letztere Optionen sind zwar ein nice to have, aber eigentlich Firlefanz, da das Gesicht des Helden ohnehin die meiste Zeit verdeckt wird. Viel wichtiger hingegen ist die Klasse, für die ihr euch entscheidet. Jede der 10 unterschiedlichen Klassen birgt ihre eigenen speziellen Fähigkeiten und statistischen Werte. Der Ritter trägt eine massive Rüstung und steckt deshalb einiges weg. Das ganze Metall an seinem Körper macht ihn allerdings auch sehr behäbig. Wir entscheiden uns deshalb für den Pyromant, der nicht nur flink ist, sondern auch von Beginn an einen Feuerzauber wirken kann. This is your fate. Das Abenteuer oder sagen wir besser die irre Fahrt im Wut- und Frustland beginnt noch relativ harmlos. Im Undead Asylum, um ins Land Lordran zu gelangen, bahnt ihr euch zunächst einen Weg durch diesen muffigen Kerker und macht euch mit den Grundlagen des Kampfsystems vertraut. Gegner anvisieren, blocken, schlagen, kontern, parieren, alles ist möglich und geht zumindest gegen nur einen Gegner gut von der Hand. Eure frisch erlernten Skills könnt ihr dann auch schon wenig später im Kampf gegen den ersten Boss auf die Probe stellen. Nachdem das Viech besiegt ist, geht's mit dem Riesenraben-Express nach Lordran. Inzwischen sind wir in Lordran gelandet. Bei unserem Testdurchlauf haben wir natürlich unterschiedliche Klassen ausprobiert und sind deshalb jetzt mit einem Ritter unterwegs, beziehungsweise rasten an einem der sogenannten Leuchtfeuer. Hier speichert ihr euer Spiel, füllt eure Heiltränke auf und steigert mit den Seelen, die ihr für besiegte Gegner erhaltet, die Werte eures Helden, um im Level aufzusteigen. Aufgelevelt und hochmotiviert machen wir uns jetzt auf den Weg zum Dungeon Boss. Einige von euch denken jetzt sicher, Mensch Kerl, mach's dir doch nicht so schwer. Latsch raus, hau die 3 Skelett-Heinis um, geh zurück, füll deine Energie wieder auf, speicher ab und säubere den nächsten Teil der Burg. Tja, wisst ihr Kinder, auf die Idee kam der Kerl schon auch. Das Problem ist aber, dass die Gegner sofort respawnen, nachdem ein Leuchtfeuer entzündet wurde. Also metzeln wir uns eben durch. So, und schon sind wir da. Hat ja gar nicht so lange gedauert, ne? Jetzt sind wir beim Bossgegner, den ihr nach dem ähnlichen Prinzip platt macht wie das Ungetüm im Undead Asylum. Oder aber er macht euch platt. Und jetzt ratet mal, wo wir nach unserem Tod landen. Genau, wieder am verkackten Lagerfeuer.
Oh, also, neue Taktik. Dieses Mal rennen wir einfach an den Gegnern vorbei bis zum Boss. Das hat geklappt, ist auf die Dauer aber auch kein guter Plan, da ihr ja auf die Seelen der Gegner angewiesen seid. Und zu allem Übel macht uns jetzt auch noch die extrem bockige Kamera einen Strich durch die Rechnung. Und was passiert? Richtig. Und nachdem wir den Penner dann endlich platt gemacht haben, passiert uns das. Und wieder zurück zum Bisch. Technisch konnte uns Dark Souls nicht überzeugen. Zwar freut ihr euch hin und wieder über nette Lichteffekte und eine tolle Weitsicht, dafür herrscht in den Arealen optische Tristesse. Unschöne Texturen, wenige Details, hakelige Animationen und teils fürchterliche Charaktermodelle und dazu auch noch Clipping-Fehler am laufenden Band. Da hatten wir uns vom indirekten Nachfolger des optisch ansprechenden Demon's Souls aus dem Jahr 2009 doch etwas mehr versprochen. Dark Souls ist nicht nur bockschwer, der Titel ist stellenweise schlichtweg unfair und hinterhältig und das mit Vorsatz. Ständig stellt euch das Spiel ein Bein, nur um euch dann auch noch kräftig in die Rippen zu treten, wenn ihr am Boden liegt. Ich persönlich, der sich mit großer Begeisterung im zarten Alter von 6 Jahren durch Gargoyle's Quest auf dem Gameboy gekämpft hat und bis heute Titel wie Contra oder Super Goals and Ghosts liebt, steht zwar drauf, wenn ein Spiel mal wieder richtig fordernd ist, was ja bei den ganzen Ezios, Drakes und Marstons in letzter Zeit nicht allzu oft vorkam, jedoch sollte es fair bleiben. Ein Spiel sollte dem Spieler auch die Gelegenheit geben, aus seinen Fehlern zu lernen. Wenn du dich zu doof anstellst, musst du halt üben. Und wenn du ständig in die gleiche Falle rennst, musst du eben wachsamer sein, Dödel. In Dark Souls tappt ihr aber immer wieder in Fallen, die beim ersten Versuch praktisch unüberwindbar sind. Und das nervt und frustriert. Noch viel nerviger ist aber, wenn der Bildschirmtod einem technischen Patzer geschuldet ist, wie in dem Beispiel mit der Kamera vorhin. Trotzdem, und daran besteht kein Zweifel, Dark Souls ist ein packendes Rollenspiel, das dank seiner düsteren Atmosphäre, des riesigen Umfangs und cleveren Online-Features, die wir euch im Video leider nicht zeigen konnten, für Stunden an den Bildschirm fesselt. Zumindest all diejenigen, die es gerne deftig mögen. Und sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.